Hallo Freunde, grüß Gott und herzlich willkommen hier zu diesem Video. In diesem Video werdet ihr sehen, kurz und bündig, weil es immer wieder Fragen gibt zur richtigen Installation, wo kann man was runterladen, was braucht man vor allen Dingen für die Hof Bergmann Reloaded und auch als nette Zusatzinformation, Freunde, wir haben jetzt schon heute aktualisiert vom pharma Andy die neue Version 1.0.0.4 und zwar möchte ich nicht lange rumreden, ich würde sagen wir legen direkt los und schauen uns an. Das Wichtigste natürlich erstmal der Hauptlink. Ich sage jetzt einmal Hauptlink, weil es ist wirklich der Link, wo alles beginnt. Ihr braucht diesen Link. Dieser Link ist zum Beispiel in der mod von mir und auch hier unter diesem Video verlinkt. Wenn Sie auf dieser Seite landet, dann müsst ihr eigentlich nur lesen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jeder, der das richtig macht und befolgt, wird feststellen, es funktioniert echt einfach. Und ich habe schon mal ein Video gemacht. Mit durchaus ähm, gespaltenem Erfolg. Manche haben behauptet, es funktioniert und manche haben sich sehr gefreut, dass er das gemacht hat. Deswegen die neueste Version. Und ich finde, er hat ähm, sie mehr Mühe gegeben. Vielleicht täusche ich mich, aber ich finde es echt viel einfacher, weil es ist weniger überladen und man kommt wirklich, wirklich in drei Schritten, wie es hier steht, zum Ziel. Erstens müsst ihr die Map downloaden. Das funktioniert, wenn sie hier raufklickt. Ich möchte betonen, ich habe einen Uploaded Premium Account. Und deswegen, wenn ich hier raufklicke, rechtsklick, ich mache immer meistens die Links mit Rechtsklick und Link in einen neuen Tab, ähm, ihr könnt es ja direkt, es ist nur angewohnheitsmäßig, mache ich das so, einfach hier draufklicken. Dann werdet ihr sehen, ihr werdet hierher, ver, ähm, hierher ver, äh, verwiesen und zwar gibt es hier folgendes. Erstens mal die Karte zum runterladen, zack, draufklicken und schon ist hier am laden geht natürlich bei mir so schnell erstens habe ich halbwegs okay leitung und zweitens habe ich uploaded premium deswegen wird ich sofort hierher ähm, verwiesen und es wird sofort heruntergeladen Achtung Freunde wenn sie nicht uploaded premium habt müsst ihr noch über ähm, die kostenlose Variante euch das runterladen dann kann es vielleicht dazu führen das weiß ich nicht ich habe schon seit zwei drei Jahren einen uploaded Premium Account dass der Download entweder extrem ewig dauert, was ein bisschen schade ist, aber auf jeden Fall ähm, den Download wert ist, weil die Karten sehr, sehr cool ist. Oder ihr habt Kollegen, die einen Uploaded Premium Account haben. Das ist der beste Fall. Fragt einmal jemanden durch bei euren Communities, bei Freunden, ob die einen Uploaded Premium Account. Haben. Im allerschlimmsten Fall kauft sie euch, uploaded Premium. Das gibt es auch tageweise, soweit ihr das was es müsst ja nicht die teuerste Variante nehmen ich kaufe halt mal seit im Jahr und dann habe ich das ein Jahr lang ja oder ihr teilt euch vielleicht den Uploaded Premium Accounts für eure Lohnunternehmen für eure Freunde wie immer das könnt ihr ein machen das zweite wichtige ist wir schauen einmal mal hier wieder zurück auf die Hauptseite ihr müsst den M Company Factory Grafikmod Mod hier downloaden da klickt man auch wieder mal drauf dann schauen wir wo wir hinkommen, und zwar werden wir hier verwiesen auf die LS Mod Company Seite, da müsst ihr euch einloggen, sonst kommt dieser Herunterladen-Button nicht. Wenn Sie eingeloggt hat einfach hier raufklicken, zack, und schon wird es geladen. Das geht ziemlich schnell. Der ist nämlich nicht groß. Dann gehen wir wieder auf die Hauptseite und dann braucht sie das start vehicle Pack. Wenn wir da draufklicken, wen wundert es, kommen wir wieder hierher. Also diese zwei Seiten sind quasi unter. Ja, unter Vorbehalt die Hauptseiten. Weil hier müsst ihr folgendes machen. Es steht ähm, auch hier im Text, damit ihr ja nicht immer oder nicht nur mal das komplette Start-Vehicle-Pack runterladen müsst, müsst ihr in Wirklichkeit nur den gefixten Feed-Railer runterladen. Wenn man hier raufklickt, klickt man einmal drauf, dann kommen diese ähm, Feed-Railer, die ähm, ja, korrigiert worden sind. Das heißt, für die Startvehikel hier raufklicken, zack, und auch down kommt dementsprechend, wenn man hier nur mal richtig draufklickt, dann kommt auch hier wieder der direkte Download, wenn sie uploadet, Premium habt, wie gesagt, wenn nicht, dann hast es warten oder an Premium Zugang organisieren. Wenn Sie das runtergeladen habt und im besten Fall auf den Desktop gezogen habt, dann habt Sie die Dateien, die Karte, Server, kann man überprüfen, ob es komplett runtergeladen ist, also 847 MB. Das ist eine ZIP-Datei. So, dann haben wir diese Company-Grafikgeschichte. Das ist auch eine ZIP-Datei mit 40kb nur, 40,1. So, aufpassen. Jetzt wird es interessant. Erstens, das ist eine WinRAR-Datei. Kann man überprüfen, indem dass man hier auf Eigenschaften klickt und nachher sieht, okay, das ist nicht WinZIP, so, äh, sondern eine WinRAR. Und da muss man folgendes machen: nämlich. Ich schiebe es einmal ein bisschen auf die Seite. Na, das war jetzt nicht so. Ist ganz egal, macht gar nichts. Ich habe nur Head Tracking offen. Dass man sieht, was man macht. Ich schiebe es einmal in die Mitte circa. Folgendes. WinRAR-Dateien müssen entpackt werden. Wie gesagt, man sieht, was WinRAR ist. Und wenn das WinRAR ist, muss man das entpacken. Im besten Fall einfach mal hier entpacken. Dann dort das ein bisschen. Und dann hat man die ganzen einzelnen Mods, die in diesem Paket enthalten sind, da kann man nur mal schauen. Auf Eigenschaften wird man feststellen, dass das jetzt eine ZIP ist. Und ZIP zieht man bekanntlich einfach nur in den Mod-Ordner. Wie immer habe ich den Mod-Ordner verlinkt. Es ist nur eine Verknüpfung. Es steht dann nur immer Verknüpfung da. Normalerweise findet ihr den unter eurem Computer und dann hier dementsprechend auf Dokumente, My Games, Farming Simulator und Mods. Das ist quasi hier euer mod -Ordner. bitte nicht wundern, ist ein bisschen voll. Ähm, wenn ihr den am Desktop haben wollt, müsst ihr Rechtsklick und dann dementsprechend Verknüpfung erstellen. Kann ich nur empfehlen, wer öfter Mods hin und her schiebt, wie immer, ist sicherlich eine coole Möglichkeit. So, um dann dementsprechend, weil das ist ja nur das vehicle für die vorige Version, um dann dementsprechend die gefixten Feed-Railer zu haben, und auch hier sieht man, das ist eine WinRAR-Datei, Rechtsklicken, hier entpacken und dann müsst logischerweise die vorigen Trailer überschreiben. Das heißt, einfach auf alle überschreiben klicken und dann habt ihr hier das Vehicle Pack, dann habt ihr diesen Grafik -Mod. und dann habt ihr diese Karte. Und das war's gewesen. Diese ähm, Raddateien braucht ihr in Wirklichkeit nicht mehr. Das können wir im Endeffekt löschen oder hebt es auf, je nachdem. Besten verhebt hebt es vielleicht auf, wie gesagt. Oder wer Premium-Zugang hat, der einfach dann später wieder runterladen. Sonst einfach löschen. Wichtig sind die ZIP-Dateien. Die ZIP-Dateien schiebt man nachher einfach in den Mod-Ordner. Das wissen wir und kennen wir. Und wenn ihr das so gemacht habt, dann erscheint im Spiel die Karte. Und dementsprechend, ich bin jetzt da drauf dementsprechend äh, sieht man dann ja, die Karte mit natürlich noch an diese ganzen Geschichten, die hier so dazugehören unter anderem auch die, die die ich jetzt nicht finde die Farmers Rüstung zum Beispiel also da kann man überprüfen ob es funktioniert hat beziehungsweise vielleicht nur für einfacher ähm, um zu ob es funktioniert hat, ist dann die Möglichkeit schon im Hauptmenü, wenn man eine Karriere startet, einen neuen Spielstand startet, einfach mal schauen hier unter den Karten Hofbergmann reloadet, da ist sie schon. Dann Charakter wählen und dann sieht man es auch bei den Mods, je nachdem man Bucher zum Beispiel ist dabei und viele andere Geräte. Man muss ja dann schauen, ähm, was dann für Mods genau drin sind, aber diese Zunhammer überladestation zum Beispiel, einfach anhaken, das ist auch ganz wichtig oder diese Kotte Universalgeschichten anhaken und noch ein. Starten und dann wird es geladen. Wenn es Fragen gibt, bitte, bitte zögert es nicht. Ich versuche vielleicht nur für viel Besseres wie beim letzten Tutorial euch zu helfen. Ich weiß, es ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen komplizierter, aber ich möchte es nochmal betonen. Es steht hier bei dieser Seite und wie gesagt, nochmal der Link ist in der Beschreibung. Es steht wirklich, wirklich, wirklich. Mit wenigen Sätzen, so dass ihr die Möglichkeit habt, das wirklich einfach nachzuvollziehen. Ich möchte mal darauf hinweisen: Diese optionalen Mods sind natürlich nicht Pflicht. Ihr könnt euch das runterladen, ihr müsst es nicht runterladen. Schön ist die Verlinkung, keine Frage, nicht. Ähm, diese sind zur freien Quasi-Entnahme. Wichtig zu sagen ist aber, vielleicht trotzdem lohnt es euch das runter, wenn ihr sie, sie, wenn sie das volle Potenzial ausschöpfen möchtet. Lohnt es euch bitte, bitte die Karte nur vom Original-Link runter. Bitte, Satz so fair, wenn eng das nervt oder ihr das vielleicht nicht versteht, warum hier unbedingt Uploadet dahinter steckt. Das hat schon Sinn und das ist sicherlich uh, unter Anführungszeichen. Ähm, faire Methode, weil sonst würde es solche Karten nicht geben, das darf man bitte nicht vergessen. Ähm, und diese optionalen Geschichten solche sind zu 100%. Oh, diese wunderschöne Anleitung zur Hof Bergmann, die kann ich auch empfehlen, die ist sehr schön geschrieben. Ähm, AOS runterladen hier. Ja, da steht es aber auch nochmal: Die äh, Hofbergmann und die FS nicht entpacken und die Datei Startvehikelback muss entpackt werden. Aber es ist wirklich sehr einfach. Wenn Sie trotzdem Fragen habt, dann möchte ich unter diesem Video die Plattform bieten, um eure Fragen zu stellen, um vielleicht die letzten Unklarheiten zu klären oder eventuell irgendwelchen wichtigen ähm, Fehlerchen ja zu lösen vielleicht gibt es die Möglichkeit und vielleicht habt ihr dementsprechend Fragen dann bitte unter diesem Video ansonsten möchte ich mich bedanken fürs Zuschauen für euer Interesse und viel Spaß auf der Hof Bergmann vom Andy und den Jungs die hier alle verlinkt sind die da so mitgearbeitet haben die Videos dafür gemacht haben und die dementsprechend dafür helfen dass diese Karten immer geiler wird Dankeschön bis zum nächsten Mal und tschüss